Wir für eine liberale Cannabispolitik, weil wir genau sehen, die aktuelle repressive Politik versagt vollkommen. Obwohl Massen an Steuern in eine Verfolgung von harmlosen Kiffern investiert werden, sind Konsumdelikte mit Cannabis trotzdem auf einem Allzeithoch. Es bringt euch nichts. Und selbst wenn wir freidrehende, konservative Innenpolitiker haben, kriegen die den Schwarzmarkt einfach nicht klein. Wir haben es hier in Berlin gesehen. Wir hatten einen Innensenator von der CDU, nennt sich Henkel, hat mit einer Nulltoleranzpolitik versucht, etwas zu erreichen. Und es ist nichts passiert. Er hat gar nichts erreicht, außer dass verdammt viel Geld verschwendet wurde und im Görlitzer Park jetzt keine Büsche mehr sind. Und ganz ehrlich, wenn weiterhin der Drogenmissbrauch von Minderjährigen ansteigt, dann muss mir doch mal der Arsch aufs Grundeis gehen. Dann muss man doch mal sehen, es geht so nicht weiter. Wir brauchen eine Kehrtwende. Denn die Definition von Irrsinn ist, einfach immer weiter das Gleiche zu machen und zu glauben, dass das Ergebnis sich ändert. Das Ergebnis wird sich aber nicht ändern. Außer mit euch. Denn die Alternative zu diesem ganzen Irrsinn, zu diesem Schwachsinn, ist Legalisierung. Und die wird es nur mit dir geben. Denn du, ihr, wir alle zusammen, wir müssen für unser Recht kämpfen. Denn egal, wie offensichtlich die Vorteile sind, von alleine passiert einfach nichts. Wir mussten dafür kämpfen, Hanf, Nutzhanf wohlgemerkt, anbauen zu dürfen. Jetzt dürfen wir Hanf als umweltschonende Alternative zu Erdöl benutzen. Oh, vielen Dank, wow. Hättet ihr vielleicht mal 10 Jahre früher machen können. So. So, und wir mussten auch dafür kämpfen, dass wir mit Cannabis Multiple Sklerose heilen können. Und es gibt noch so viele andere Sachen, bei denen uns Cannabis helfen wird. Aber wenn ich sehe, dass eine Marlene Mortler, die für diese unsinnige, gefährliche und asoziale Politik mitverantwortlich ist, sogar noch in die EU hochgelobt wird, dann sehe ich ganz klar, wir werden auch weiterhin dafür kämpfen müssen, dass wir Marihuana als Genussmittel benutzen dürfen. Es kommen halt einfach keine Veränderungen, obwohl wir hier schon zum 23. Mal für eine Verbreitung von Hanf, Cannabis, als Rohstoff, Medizin und Nutzpflanze protestieren, passiert nichts. Obwohl immer mehr leidende Patienten eine Alternative zu Opioiden einfordern, es passiert nichts. Obwohl Alkohol, Nikotin und sogar Koffein wissenschaftlich bewiesenermaßen schädlicher sind als Cannabis, es ist immer noch nicht legal und es führt einfach zu keiner Veränderung. Und solange diese Veränderung nicht kommt, ziehen wir auch noch 23 Mal zum Bundestag und sagen denen, wie es läuft. So, heute um 15 Uhr machen wir uns da auf hin. Bis dahin gibt es hier auf der Bühne nochmal coole Reden, gibt ein paar coole Musikstücke. Ihr könnt euch auf unseren Infoständen informieren, ihr könnt euch da hinten hinschillen. Ab 15 Uhr machen wir uns auf, ziehen in Richtung Bundestag. Wir haben eine etwas geänderte Streckenführung im Vergleich zu den letzten Jahren, was aber nichts Großes, das kriegen wir alles hin. Und dann sind wir um 18 Uhr wieder hier am Start. Am Start ist auch die Polizei. Die Polizei ist hauptsächlich hier, um den Verkehr zu regeln und um uns vor Terroristen zu schützen, falls sich jemand wundert, warum die Maschinenpistolen haben. Am Start ist die Polizei aber nicht, um Kiffer zu verfolgen. Das heißt also, wenn ihr nicht provozieren kifft, wenn ihr volljährig seid, dann solltet ihr auch keinen Stress haben. Immerhin, Konsum ist ja legal. Und hier in Berlin haben wir auch eine halbwegs sinnvolle Verwaltungsvorschrift, die ganz klar sagt, es darf nicht geprahlt werden beim Konsum, es darf nicht in der Nähe von Kindern konsumiert werden. Falls ihr noch Probleme habt, wie man verantwortlich konsumiert, informiert euch doch hier. So. Getreu unser Motto, Legalisierung nur mit dir, brauchen wir auch noch Helfer. Wer also mittendrin statt nur dabei sein will, der kann sich da drüben gegenüber von der Bühne an unserem Stand melden
Und ansonsten, bis 22 Uhr führen euch jetzt Chrissy, Henning und Feline durchs Programm. Ich wünsche euch viel Spaß.